Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Es ist unglaublich, aber wahr. Hi, ich bin auch noch da. Ja, ich existiere auch noch irgendwo in den Tiefen des Internets. Und ja, ich wollte das einfach mal mit dem Mario Kart-Video ein bisschen Update geben, ein bisschen mal so erzählen. Es geht nur gerade online mal live. Was hat mich geplant für den Access halt? Was wird kommen? Was wird nicht kommen? Soll die irgendwas Erwartungsstellen oder denken, ah, das ist eh nach 3 Tagen wieder weg. Das und vieles mehr. Werden wir heute in dem Mario Kart ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen erklären, was war so, was wird kommen. Also ich denke, was ist ganz sinnvoll und logisch, dass das Video jetzt einfach mal kommt. Und vielleicht ist jetzt auch den einen oder anderen, den es passend bleibt dran. Und so was, viel Spaß bei dem Video. So, wir sind auch gleich schon drin im Mario Kart und fangen auch schon instant an hier. Und zwar... Ja, spielen wir aber mal 1, 2, 3 Runden online und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, weil ob jetzt online so eine gute Idee war, weil ich, ach nee, scheiße, ich hab kein Online mehr, dann spielen wir halt offline. Ich muss BS jetzt die Tage dringend wieder online holen, sonst wird das alles nichts, das sag ich alles. Weil es ist Fakt, dass es alles nichts wird. Klar, die guten Leute, die hätten das Ganze einfach so ein bisschen vorbereitet hier und geplant, ist ja klar. Mach ich jetzt nicht aus Gründen. Ihr kennt es, ihr wisst doch, das ist so einfach Standard und nichts Neues so. Ja. So. Ich habe mir jetzt da von der Seite ein, ach scheiße, neue Faser-Kombi mir rausgesucht, die ist ganz nice fand. Habe es von Japanern abgesaut, das gibt's dazu. So, machen wir mal 4 Rennen. Zufällig 4 Rennen. Müssten eigentlich auch reißen, um das zu klären, was ist aus hier. Ja, mitteilen müsst du, als war das Ding hier. Ja, war nicht mal ein Bild. Ich dachte gerade, etwas Bild gehabt. So, ja, also erstmal, hi, es ist so ein komisches Gefühl, jetzt nach so langer Zeit mal wieder hier einfach vor Mikro zu setzen und zu reden. Aber irgendwie auch wieder eine tolle Sache, weil ich es doch einfach vermisse. In Real Talk, ich vermisse es erst ganz schön, einfach mal wieder Gameplay aufzunehmen, mit euch dann zu reden und vieles mehr. So, aber nun zum Eigentlichen, was ist euch hier heute mitunter mitteilen wollte. Wieso habe ich nur 100 ausgewählt, Step? Ja, was war die letzten Monate los? Wieso war es nicht da? Ja, war einfach gesagt, es gibt nämlich etwas als Real Life. Und da gab es bei mir in den letzten, speziell letzten paar Wochen, sozusagen, doch eigentlich schon über einen Monat, privat sehr viel Umstellung, weil Personen in mein Leben dazugekommen sind, die sehr nice sind, sage ich mal. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Und on top kam auch noch Schule dazu, was auch noch sehr, ja, sag mal, zeitaufwendig ist einfach. Und diese Kombi letztendlich ist, leider killend für meinen YouTube-Channel. Sagen wir es so, wie es ist. Und deshalb, habe ich es vorne nicht hinten aber nicht Zeit gefunden, irgendwas auf YouTube zu machen. Leider. Und ja, das ist Harle. Und ich weiß auch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, weil. Schule los und einfach sehr stressen alles drum und dran und ich einfach nicht weiß, ob ich es in der Form, wie ich es früher gemacht habe, mein YouTube-Channel weiter fortführen kann. Der muss einfach mal schauen. Da will ich noch nichts sagen, weil ich einfach noch nicht weiß, was auf mir zukommt, wie das wird und so weiter. Heißt, da muss man ganz flexibel schauen und die letzten Wochen hat es ja eher nur auf Twitch, also wie ich es gemacht habe, also die letzten Wochen, jetzt Monate, aber es hat eher auch nur auf Twitch gestreamt. Dazu gleich mehr. Und das ist ein bisschen quasi nix so. Das ist alles auf YouTube hochgeladen. Also auf YouTube haben sie eh nur noch vergleichsweise wenig gemacht. Ja. Ich frage mich, ob der eine oder andere, okay, alles schön und gut, aber was hat denn der gute Typ jetzt geplant? Also, werde ich gleich dazu mal im nächsten Rennen genauer eingehen, weil es so zwei Projekte habe, die ich tatsächlich mal wieder geplant habe, zur Abwechslung hier. Ah, scheiße, ey. Das eskaliert hier wieder. Und auch eine Sache, wo ihr euch einfach mal nach eurer Meinung fragen wollt. Da heißt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare dann reinschreiben, wie ihr das seht, was ihr lieber gern machen wollt. Ach, scheiße. Aber dazu dann nachher mehr. Wenn es dann ein paar Sachen wieder so aussieht, wie wir machen könnten. Ja, aber erstmals wisst ihr einfach so ein bisschen. Und, nur kurz vor dem Ziel anders und ein bisschen einfach war es mir halt wichtig, dass ihr die Hintergründe wisst, warum es jetzt so lange nicht da war und was der Hintergrund war. Und mir tut es auch so wahnsinnig leid,
Das ist einfach mal wieder so komplett gefühlt vernachlässigt habe, weil ihr wisst ja, ich bin eigentlich halt so überhaupt nicht der Typ davon, der einfach geht, ohne was zu sagen. Also ich mag's nicht. Ich mag's ja auch nicht, wenn andere Leute einfach so swoop weg sind. Und nach dem Motto, ja, vielleicht seht ihr mich irgendwann mal wieder, vielleicht auch nicht. Nee. Und ich habe also auch versprochen, ich werde nie komplett von YouTube gehen. So nicht. Ohne. Und dann nochmal Mikrofon weg auseinander, ohne irgendwas zu sagen. Das wird auch bei mir schlicht und ergreifend nicht geben. Dementsprechend war es mir auch wichtig, aber eine Status-Meldung zu machen, dass sie eben wissen, aha, der Dude ist doch da, da ist nicht komplett weg. So. Ja. Nun aber zum einzigen Grund des Videos, neben meiner Status-Meldung, die noch existiert, die damit auch passieren sollte, war. Leute, es ist Dezember, es ist Weihnachtszeit und die letzten Jahre hat es immer mehr oder weniger durchgezogenerweise eine. Oh, scheiße. Eine doch relativ gute. Weil jetzt mein Mikrofon fällt gerade komplett auseinander hier, ey. Komm erstmal mal wieder ein bisschen offline. Funktioniert nichts mehr im Testing, sag ich jetzt. So, auf jeden Fall die letzten Jahre noch immer eine relativ bewährte Weihnachts. Tradition. So in Wochen vor Weihnachten ist mein GameMarkholz Adventskalender. Wo ich generell im letzten Jahr Minecraft gemacht habe. Und jetzt will ich sowas in der Art wie es ja wieder machen. Und zwar täglich. Von 21 bis 22 Uhr. Meine Frage ist jetzt, oder das, was ich ein bisschen so noch überlegen will und euch auch mal mit einbinden will, ist, wie wollt ihr diesen Adventskalender dies dann haben? Also prinzipiell Settings werden sein, das Ding wird ein Live-Event sein, täglich von 21 bis 22 Uhr, wenn ich mal weiß, dass ich deshalb immer doch um die Uhrzeit nicht kann, was am Wochenende ab und zu mal sein kann, weil ich einfach abends mit der Kumpels weg bin, dann werde ich entweder schon vorher machen, wenn es ist rechtzeitig weiß, oder ich werde es ausnahmsweise am Tag darauf nachholen. Also wird am Tag darauf dann was heißt durch den Stream. Und das werde ich vorerst bis zum 24. wirklich durchsehen, die 24 Tage. Weil es ist auch nicht so lang. Und ja, prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich den ganzen Spaß abwickle. Möglichkeit Nummer 1 ist, ich mache es wie letzten Jahre Minecraft. Könnte auch gerne ein Survival-Projekt sein, dass man eine nette Minecraft-Welt zusammenbauen. Wenn ihr darauf Bock habt, deshalb geht die Frage jetzt einfach mal raus, wenn mal in der Community habt ihr Bock, wie würdet ihr das wollen, wie sieht es aus bei uns. Die zweite Sache, die Alternative noch im Raum stehen würde, also ja, bleiben wir vielleicht noch bei der ersten Sache, also geplant wäre eben dann, wenn wir es denn machen wollen würden, eben so am Minecraft, so eine Minecraft-Welt, wo man dann im Survival-Modus halt probieren kann, Sachen zu bauen. Ist ja ein bisschen komplizierter wie Creative. Ich glaube, das könnte ganz nett werden. Einfach probieren, in 24 Tagen eine nette Weihnachtswelt zusammenzubauen. So ein bisschen wie wir zu Gamescom die Idee hatten, das leider nicht fertig gebracht haben. Das wäre eine Idee, die wir machen könnten. Weiß ja nicht, ob ihr so darauf Bock habt, weil früher hatten wir doch durchaus ein paar Minecraft-Enthusiasten hier in meiner Community. Also, das wäre eine Option. Was sagen konnte, ja, das wäre bestimmt wild, das könnte Spaß machen. Ich hätte noch eine zweite Idee an Sachen, die wir machen könnten. Diese wäre, dass wir Community Games machen. Und zwar, dass wir zum Beispiel sagen, dass wir von Montag bis Sonntag immer einfach sie nicht gehen und dann übers Wochenende nicht wiederholen bis zum 24. Beispiel, was ich weiß. Montag eine Stunde Mario Kart, Dienstag eine Stunde Splatoon, Mittwoch eine Stunde Mario Party. Mal Party finde ich eh ganz geil eigentlich. Ich habe leider noch nicht das ganz neue. Wer Mario Party, Super Mario Party, Scheiße, wie hieß das? Das ist das erste, was für das Witz aus mir ist. Das hieß eh nur Super Mario Party. Dann was ich was. Donnerstag, Among Us, Freitag, dann doch nochmal in irgendeiner Form Minecraft. Samstag, was hatten wir noch? Terraria, irgendwie halt sowas. Dass man weiß noch nicht genau welche, aber halt einfach jeden Tag ein anderes Game. Halt wöchentlich ist abwechselnd bis zum 24. für eine Stunde jeweils. 21 bis 22 Uhr. Das wäre meine Alternative für Weihnachten. Jetzt könnt ihr erst überlegen, was ihr generell lieber mögen würdet. Ob man sagen, ja, wir machen jeden Tag bis Weihnachten Minecraft. Oder wir machen da quasi wöchentlich jeweils andere. Quasi jeden Tag ein anderes Game. Das wäre halt so eine Sache, die ihr euch überlegen könntet, wie und worauf ihr da konkret Bock habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil darüber können wir dann letztendlich abstimmen, wer das dann
am sinnvollsten machen oder was ihr halt gern wollt. So, das was am meisten gewünscht wird in den Kommentaren, das machen wir dann. Machen wir halt mal A. Option A ist, dass wir Minecraft die ganze Zeit streamen. Option B wäre, jeden Tag ein anderes Game. Ja, könnt ihr überlegen, was ihr Bock hättet. Ich würde beides fühlen. Hat einfach einen Hintergrund, dass es in den letzten Monaten immer ganz nett war. In den letzten Jahren das so vor Weihnachten zu machen. Scheiße, und vor allem jetzt auch den Hintergrund ist, ich will einfach mal wieder. Ah, ich hab's gerade alles im Kopf gedrückt. Einfach mal wieder mit euch streamen. Sollen wir mal wieder ein bisschen. Ja, YouTube machen. Weil es in den letzten Monaten. Bevor es weg war, halt immer erst cool war. So. Das Ganze wird dann übrigens, weil es live ist, über Twitch ablaufen, das hast du sehen. Also es wird dann das Ganze am auf Twitch streamen, den Adventskalender like. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden, so. Das war so meine Idee für dieser Adventskalender-mäßig. Ihr könnt ja mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält, ob ihr denkt, so, ja, das ist ganz cool, das wird nice, das machen wir. Und ob ihr denkt, ja, I'm not quite sure if I like this or not. Ja, das wird mich einfach ganz so mal interessieren. Genau. Also, ich glaube, das könnte ganz wild werden. Ich werde es definitiv nicht mehr auch durchziehen. Bei mir sind nur 24 Tage und es ist Weihnachtszeit und ich bin einfach auch wieder motiviert. Ich meine, gut, ich habe derzeit viel Schulstress, aber die Zeit, diese eine Stunde, werde ich es empfinden. Das ist, zero Problemo, meiner Meinung nach. Weil es irgendwie hilfreich geregelt bekommen. Das wird sicherlich klappen. So, sorry, dass mein Screenscreen hier auf der Seite ist. Ich glaube, es hier nicht so wild, wie hier eigentlich sein könnte, sein sollte. Ich habe da wieder ein bisschen was rumgewerkelt, beziehungsweise habe mein Studio halt auch länger nicht mehr genutzt, deshalb ist es einfach eigentlich nicht so wild. Und ich merke, ich glaube, die Mikroqualität ist leider auch nur auf einer Seite vom Kopfhörer. Also, wenn ihr mal einen Kopfhörer rauskramt, werdet ihr merken, dass ihr mich nur von einer Seite hört, was jetzt auch nicht so geil ist, aber. Ich weiß nicht wieso, ich musste mal rausfinden, was denn das hier läuft. Oh, ich bin auch dumm, ich glaube, ich habe so eine Idee, was das hier läuft. Warte mal. Vielleicht geht das einfach nur aus einem. Von beiden gerade raus. Vielleicht jetzt besser. Ja, ne, keine Ahnung. Ja, jetzt muss man was hauen. Woran das liegt. So, ja, und also das zumindest mal Adventskalender, wie gesagt, überlegt erstmal, worauf ihr Bock hättet. So, und on top, um noch mehr Weihnachtsstimmung zu kommen, will ich ab jetzt Animal Crossing wieder zocken. Und zwar mit dem geilen neuen Update, mit dem man gefühlt alles machen kann in der Welt. Und was einfach richtig für Weihnachten ist, in Animal Crossing so ein schönes, friedliches Game ist, wo man noch mehr in Weihnachtsstimmung kommt. Wird er auch wieder ab den, 1.12. geht's dann aktiv los, auch mit Animal Crossing. Könntest du mal gerne, ja, auch da in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt. Das ist aber auf jeden Fall wahnsinnig Bock. Muss mir unbedingt mal wieder meine Insel anschauen, dann zauen, weil ich glaube, dieses Update da hat zu dermaßen viel neue Sachen gebracht, die ich da so mit erfahren habe, was an Möglichkeiten gibt. Das ist so anders geil. Und es hat einfach so länger Bock, da wieder ein paar Sachen zu bauen. Und da dementsprechend jeden Tag so ein Part wird es veröffentlicht werden. Auch Apple bis Weihnachten, die keine Zeit voraufnehmen ist. Wenn mir gerade mal ein paar Tage nicht so stressig ist, mag es dann immer noch so eine kleine Aufnahme. Sessions on top zu. Ja, my normal day. Sonst werden hier immer so Sonntag sein, dass man auch wieder mal Sessions hab. Yay. Aber das ist halt so. Genau, das nur eben so mal soweit vor als Information. Das ist da nämlich fast eben ein bisschen was planen. Ah, mein Adventskalender und Animal Crossing jetzt wieder losgehen. Und das hat eben bis Weihnachten dann was hauen. Wie es im neuen Jahr weitergeht, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Es wird auch sinnvoll wieder ein Game Accounts Geburtstagsspecial geben im Februar. Standard, jetzt haben wir sind 6 Jahre Game Accounts. Das ist halt so ein eigenes Est mies lang. Und das wird auch definitiv schön gefeiert. Aber sonst werden wir mal schauen, was die Zeit noch mit sich bringt. Wie gesagt, das hat nur ein kleines Video gewesen sein, dass es ab 1. Dezember hier so richtig losgeht. Das wird jetzt ab nächster Woche Mittwoch sein. Ich glaube, das wird bestimmt ganz wild werden für uns alle. Das soll es soweit mit dem Informationsvideo sein.
gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Abend, whatever. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.